Was kann ich für Sie tun, Sir? Schon unterwegs, Sir. Szenen heute Abend im Theater von Gotham City, wo Kriminelle, manche offenbar bewaffnet mit riesigen Hämmern, die Verleihung der renommierten Auszeichnung Mann des Jahres gestört haben. Dies war das fünfte Jahr, in dem der Mann des Jahres in Gotham verliehen wurde, aber erst das zweite Mal, dass der Veranstaltung von einer randalierenden Bande kostümierter Schurken ein vorzeitiges Ende beschert wurde. Entschuldigen Sie, Sir. Entschuldigen Sie, Sir.
Entschuldigung, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Thank you.
Geschmack, gutes Essen, gute Leute, gute Goodie Bags. Hey, Bloodlame und Slobbin, warum hängt ihr hier rum? Ha! Schaut, was ich gemacht hab. Wir wollen die Wertsachen holen, die du gestohlen hast, Joker. Und Bruce Waynes Auszeichnung zum Mann des Jahres. Das ist meine Auszeichnung, unverkennbar ich. Aber das hast du da gerade draufgeklebt. Wow! Robin, konzentriere dich aufs Fliegen. Entschuldigung! Wow! Oh, verfehlt! Magst du Haifisch, Batman? Weil ich glaube, die mögen dich. Thank you.
Ich glaube, die mögen dich. Thank you.
Spielzeug. Ach, komm schon. Passt auf den Anzug auf, Jungs. Danke für die Hilfe, Batman. Hey, ich war auch dabei. Hey, Jungs. Braucht ihr Hilfe? Wobei, beim Einparken? Ja, tut mir leid, ich wollte zu deiner Auszeichnung kommen. Ich meine, Bruce Waynes Auszeichnung, aber ich war verhindert. Ich auch. Kinder durften nicht rein. Abgesehen, du hast ein großes Loch ins Theater gepustet. Ich werd's reparieren. Habe ich schon. Und dein Boot wieder zu Wasser gebracht. Hey, danke. Ja, danke. Du solltest bei deiner Bekämpfung der Kriminalität wirklich nicht so ein Durcheinander machen. Ich kann dein Grinsen darin sehen. Röntgenblick. Gibt es nicht irgendwo Leute, die gerade deine Hilfe brauchen? Ja, die gibt es tatsächlich. Ich sollte los. Wir sehen uns. Tschüss, Superman. Er ist so nett. Ja, er ist großartig. Du warst ziemlich unhöflich. Ich habe einen Systemcheck gemacht. Wir treffen uns in der Betthöhle. Was kann ich für Sie tun, Sir? Entschuldigen Sie, Sir. Was kann ich für Sie tun, Sir? Schon unterwegs, Sir. Sir, könnte ich Sie bitten, eben die Waffensysteme zu überprüfen? Diese Silbergegenstände würden hervorragende Ziele abgeben. Entschuldigen Sie, Sir. Ausgezeichnet. Ich erwarte Ihre Rückkehr zu Batman.
Batman brachte das Diebesgut wieder sicher zurück. Darunter Bruce Waynes Auszeichnung zum Mann des Jahres. Und was blieb für den Joker? Der Titel Idiot des Jahres. Und eine rasche Rückkehr ins Arkham Asylum. Hier ist Clark Kent unterwegs in Gotham City für Daily Planet Online. Hey! Ich wollte das sehen. Zu viel Fernsehen ist schlecht für dich, Schnucki. Wie schummelt er dieses Zeug rein? Clark Kent, wie ich diesen Kerl hasse, kommt extra nach Gotham City, um mich zu beleidigen. Mich? Nur weil ich sowas gebracht habe? Du hast recht. Das verdienst du nicht. Stimmt. Ich... Moment. Wer spricht denn da? Wie würde es dir gefallen, sofort aus Arkham rauszukommen und Rache an Batman und dieser undankbaren Stadt zu nehmen? Ich müsste verrückt sein, um dieses Angebot auszuschlagen. Sofern du nicht nur eine Stimme in meinem Kopf bist. Aber dann wäre ich ja sowieso verrückt. Willst du dir deine Uhr wiederholen? Oder hat sich ein Bus aus Metropolis verfranst und eine Panne gehabt? Erstens fahre ich nie mit dem Bus. Und zweitens, ja, gib mir meine Uhr. Und was hast du da drin? Dies, mein Freund, ist der Dekonstruktor. Er strahlt eine einzigartige Energie aus, die so schnell von schwarz glänzenden Objekten absorbiert wird, dass es sie zerreißt. Clever! Was hat das mit mir zu tun? Ich brauche Hilfe beim Auswechseln der Stromquelle. 12 Volt reichen hier nicht aus. Kryptonit. Hilf mir und du kannst den Dekonstruktor nach Herzenslust verwenden. Kennst du jemanden, der viel unzerbrechliches, schwarzglänzendes Spielzeug hat? Ich weiß nicht, wen du meinst. Komm schon, Batman. Oh, das sollte... Ein Scherz sein. Ich bin der Joker. Warum verausgabst du dich eigentlich so für mich, Lex, Baby? Naja, vielleicht brauche ich ja etwas von deinem ganz vorzüglichen Joker-Gas. Oh ja, das könnte für jemanden, der Präsident werden will, in der Tat sehr nützlich sein. Gefangene ausgebrochen! Wiederhole! Gefangene ausgebrochen! Wir sollten gehen! Darf ich nicht mal versuchen? Das muss doch wieder aufgeräumt werden. Aber die gute Nachricht ist, ich bin aus dem Knast. Hey, was ist hier los? Es ist ein Rätsel. Ach Mensch, das ist doch meine Masche.